Hi Leute, herzlich willkommen zum Train Mechanic Simulator 2017 oder 17. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei mir hier MacManius M. Wir haben eine neue Garage, meine lieben Freunde. Und zwar eine richtig dreckige, versüffte alte Werkstatt. So richtig den Charme der alten Loks. Ja, wir haben die Steam-Loks. Und zwar haben wir hier schon unseren ersten Auftrag und ich freue mich unglaublich. Das sind eigentlich die Loks, die ich reparieren möchte, warum ich das Ganze spiele. Die Diesel-Loks sind auch nicht schlecht, allerdings war ich von den Diesel-Loks enttäuscht. Fand ich nicht so geil. Es war mal interessant, die Elektro-Loks zu reparieren. Da gibt es auch einige Sachen, wo man nicht wusste und... Naja, was heißt, wo man nicht wusste? Es ist ja nicht ganz krass detailliert, jedes Teil da dargestellt. Das ist ja wirklich nur ganz spartanisch. Aber trotzdem ist es mal interessant. Der Aufbau, denke ich mal, stimmt ja trotzdem so halbwegs. Egal. Auftrag Nummer 1. Willkommen in der Werkstatt für Dampflokomotiven. Hier findest du ausgeklügelte Technologie vor... Und das ohne Benzingestank. Hier blickst du auch in die Tiefen der brutalen und einfachen Kraft, die von einem Dampfmotor generiert wird. Zu Anfang solltest du die Bremssattel reparieren. Nichts lieber als das, meine lieben Freunde. Und guckt euch das an. Ist das nicht aus? Das ist so schön. Ja. Repariere die Bremssattel. Deine Tür zugemacht? So. Oh. Ist das nicht geil? Ich würde ja alles geben, um mal auf so einem Teil mitzufahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ist doch der Hammer, oder? Sowas nostalgisch, schon alleine die Front, oder? Oh. Wenn ich einen Platz hätte, würde ich mir so ein Ding auch in die Garage stellen. Ja, nichtsdestotrotz müssen wir hier reparieren. Ui, na guck mal, was man hier alles machen kann, ne? Na holla die Waldfee. Müssen wir reparieren. Und zwar müssen wir... Och, die können wir einfach rausnehmen. Na, das ist ja praktisch. So, naja, dann haben wir die ja schon rausgenommen jetzt. So, hier hinten ist unsere Reparaturbank oder unsere Reparaturtische. Und da können wir die Bremssättel natürlich reparieren. So, das ist gut. Da sparen wir eine Menge Geld und verdienen somit mehr, weil wir ja einen Bonus bekommen. Ich weiß zwar nicht, wie man Bremssättel jetzt wieder in Schuss... Naja, gut. Also man kann sie schon regenerieren. Das mag sein, indem man quasi neue... Also die Sättel an sich wieder nimmt und neue Backen dann drauf macht. Wisst ihr, diese, wie nennt sich das? Diese Bremsbacken, keine Ahnung. Ich denke, das geht schon. Ich bin mir nicht sicher, aber, keine Ahnung. So, der Kleine hier kann wieder rausrollen, hat wieder neue Bremsen, kann wieder los. Tschüt. Und wir haben $1000 verdient. Das war leicht. Und wir schauen mal, wie viel Geld wir aktuell haben. 6900, das heißt, leider können wir nichts upgraden. Und wir müssen einmal einen neuen Auftrag annehmen. Und zwar die Release Station, egal, meldet uns, dass sich in der Nähe in großen Seen ein defekter Dampflokomotiv befindet zur Werkstatt. Okay, super, wir müssen eine abschleppen, das ist auch mal nicht schlecht. So, und das heißt, der, irgendwelche Seen. Wir kriegen es ja hier nochmal angezeigt. So Leute, und ihr haut mal das Däumchen raus, wenn ihr die Dampflokomotiven auch so geil findet wie ich. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Ne? Großes Seen. Okay, großes Seen. Wo sind die großen Seen? Da sind noch große Seen. Hier sind die großen. Huch. Das heißt, wir fahren hier raus. Müssen Wüste West umstellen. Oh nein, wir müssen den ersten schon umstellen. Sonst, oder? Ja. Wüste West, Wüste Ost ist das sogar. So, und dann kommen wir hier zu den großen Seen. Und irgendwo hier muss die sein, ne? Ich denke, das sieht schon ganz gut aus. So, mit unserem Reparatur-, Wartungsabschleckzug, was auch immer. Ui, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Hier ist so eine Mauer, wo man durchfährt. So eine alte Burg, oder was ist das hier? Das ist ja der Hammer, das habe ich echt noch nicht gesehen. Hier sind die großen Seen. Ja, und nun? Ach nee, hier sind ja gar nicht die großen Seen. Jetzt fahren wir erst zu den großen Seen. Da vorne ist es doch. Super. Ganz toll. Stopp, 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 stopp. Shit. Ich habe zu spät umgestellt. Scheiße.
Jetzt aber. So. Moment. Das ist... Oh, na gut. Ja, dann war das... Da steht sie auf jeden Fall. Okay, wie stehen die Schranken hier? So passt. Okay, super. Jetzt muss ich gar nicht so einfach gerade. Musste ich mal kurz hier schauen, wie es wird. So. Okay, dann Feuer frei und da sind wir. Einmal anhängen bitte. Da haben wir das gute Stück am Haken. Wenn man das so sagen darf. Und jetzt schauen wir mal. Okay. Oh, guck mal, sieht ja schön aus, oder? Diese Dampflokomotive da hinten dran. Ist schon was Feines. Ob das hier mitläuft, ne? Ich find's ja genial. Nein, 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 nein. Doch, andersrum. 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 Ah! So. Okay. Große See Nord müssen wir umstellen. Okay. Wüste Süd. Nee, Burg. Was ist denn das für eine Kacke hier? So. Und dann. Huch. Moment. Wüste Süd. Hm? Und da fahren wir direkt in unseren, ja, in unseren Steam-Bahnhof. Ganz schön kompliziert hier, das muss man jetzt mal so sagen. So, naja gut, hier gibt es nichts zu sehen. Da ist unser Kleiner da vorne. So, und jetzt gibt mal Gummi. Das wäre wirklich mal so ein Traum, ey. Wirklich. Mit so einer alten Dampflokomotive fahren, oder? Wer fände das denn nicht geil? Also, mal ohne Mist. Ich fände das super. Hat so was richtig Nostalgisches. So, jetzt gucken wir mal, was der Kleinen hier fehlt. Ich hoffe, es gibt ein paar verschiedene und nicht alles die gleichen. Oder dieselben. Ups, da sind wir schon. Zack. So, einmal frei. Da, 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 da. Da ist das gute Stück. Oh, was haben wir denn hier? Scheinbar wurden die Räder vorne und Drehgestell beschädigt. Tausche Schneepflug aus. Ja, das ist ja easy. So, ja, hier sind die Räder beschädigt. Und wir sollen hier den Schneepflug austauschen. Okay. Der ist Gott sei Dank nur mit 4 Schrauben festgemacht, auch wenn das mir ein wenig erscheint. Ach, Gottchen. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Och Mann. Och Mann. Ich wollte mal ein bisschen mehr machen. Ich will das Ding doch komplett zerlegen. Mensch. So. Na komm. Ich weiß nicht, warum er immer mit seinem Repariert dann so lange braucht, bis er hier wieder ins Menü geht, quasi. So, okay. Super, haben wir alles schon wieder repariert und können quasi zusammenbauen. Na gut, ich sag mal, umso schneller wir ja auch vorankommen, umso schöner werden ja vielleicht auch die Aufträge, ne? So, zack, das gute... Achso, müssen wir ja wieder festschrauben, ne? Ganz klar... Oh, hier kann man wirklich alles auseinanderbauen. Das ist gut. Das ist sehr, 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 sehr gut. So, die scheinen wirklich am aufwendigsten und am komplexesten zu sein. Vielleicht hat man einfach bei den anderen, bei den Elektroloks und den Dieselloks ein bisschen gespart, das Kontingent, und hat mehr Energie, mehr Zeit in die Entwicklung oder beziehungsweise hier in das Programmieren der Steamloks gesteckt. Und diese einfach aufwendiger zu machen. Ich persönlich würde es mir wünschen. Ich fände es auf jeden Fall sehr gut. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal. Okay, es gibt
kleine Unterschiede, aber wirklich nur kleine Unterschiede. Wir schauen mal, was der dritte Auftrag ist. Die Räder einer Dampflokomotive müssen gewartet werden, prüfe, welche von ihnen repariert und welche ausgewechselt werden müssen. Zusätzlich sollte die Bremssattel inspizieren. Ja, auch hier, sage ich mal, können wir nichts verkehrt machen und das Ganze relativ zum Abschluss bringen. Prüfe Zustand Bremssattel, scheinbar ist das Fahrwerk. Okay. Bremssattel. Okay. So, na gut. Gut, dann müssen wir erstmal das rausnehmen. Oh, jetzt müssen wir. Jetzt wird es schon aufwendiger hier. So. Jetzt können wir das eine große Rad rausnehmen. Okay, hier sind auch die Bremssättel kaputt, sehe ich gerade so. Warum kann ich den nicht rausnehmen? Hä? Ah, hier ist noch so eine. Okay, ich muss tatsächlich erst diese Stange hier entfernen. Warum musste ich das erste Mal nicht? Moment. Das Teil ab. Ja, hier ab. Ist schon geil, dass man das hier vorne komplett zerlegen kann. Das finde ich jetzt ziemlich gut, ey, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir richtig gut. So. Ah, okay, die Bremssattel müssen wir rausnehmen quasi. Ja, das ergibt natürlich Sinn. Okay, dürften wir alles haben. Großes Laufrad und zweimal Bremssattel. Schauen wir mal, ob wir reparieren können. Und wenn wir reparieren können, dann denke ich, passt das auf jeden Fall. Auch von den Kosten her. Ja, 100%. Das passt. Bremssattel sowieso. Und das heißt, wir kriegen alles schön durchrepariert. Müssen wir keine Neuteile kaufen, was ja immer gut ist, ne? So. Ach, ich bin aber auch gut heute. Nein, Spaß. Nur ein kleiner Spaß. Okay, super. Dann haben wir das schon mal wieder alles klar Schiff gemacht hier und können quasi mit dem Zusammenbau beginnen. Hier erstmal das Rad wieder rein. Dann natürlich hier einen Bremssattel wieder rein. Dieses Verbindungsstück der Räder rein. Dann hier dieses kleine Verbindungsstück. Was heißt sogar kleines Verbindungsstück. Und das wieder dran. Dann haben wir das schon mal. So, auch hier setzen wir als allererstes erstmal die Räder ein. Okay. Dann die Bremssättel direkt drauf. Dass die schon mal wieder alle drin sind. So. Und den. Und dann können wir nämlich hier hinten erstmal die Stange auch wieder reinmachen. Und jetzt tasten wir uns wieder nach vorne. Ne? Hier eins nach den anderen rein. Hier das kleine Verbindungsstück wieder rein. Und die Kupplungsstange wieder drauf. Und theoretisch, Moment, Bremshebel haben wir hier noch. Könnte es das gewesen sein? Natürlich. 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 So. Das gab gut Kohle. 2000. So, und dann schauen wir doch direkt mal, wie es auf unserem Konto aussieht. 10.900. Mechanische Teile werden wir einmal aufrüsten, genau. So, aber meine lieben Freunde, wir machen hier erstmal Feierabend, sehen uns in der nächsten Folge wieder. Da werden wir die Loks weiter reparieren. Das macht auf jeden Fall Spaß hier. Diese Dampfloks sind sehr, sehr geil, diese Steam-Loks. Und ihr lasst das Däumchen an, wenn es euch auch so gut gefallen hat, wie mir. Und ich bin erstmal raus. Bis morgen, ciao.